Guten Morgen. Ja, heute Geilstätter Fischzucht. Intro vom Wasser diesmal. Haben wir auch noch nicht gehabt. Richtig. Oder selten jedenfalls. Wir gucken mal eben. Wir sind schon am Wasser. Ja, kurz nach 7. Nein. Ja. Warum mega sind wir hier? Voll besucht. Ja. Und warum sind wir hier? Streifenbarsch. Streifenbarsch, genau. Forelle mal anders, haben wir uns so gedacht. Es ist Sommertemperatur und auf jeden Fall die letzten paar Tage war es sehr warm. 25 Grad. Teilweise sogar wärmer mit der Sonne und da haben wir uns überlegt, wir probieren den Sommerfisch Streifenbarsch, die Hussein hier reichlich besetzt hat. Wir haben eben pauschal 100 Kilo in Teich 1 und 4 besetzt. 150 sogar. Oder 150 sogar, richtig. Und da haben wir gedacht, wir versuchen mal unser probieren Glück. Probieren wir aus. Und wollen mal testen, wie der so schmeckt. Ne? Ja. Ja, in diesem Sinne. Wir melden uns, ne? Wir melden uns beim nächsten Fisch. Bis dann. Streifenbarsch, ne? Oh, macht das schön, würde ich sagen. Ganz vorne gehakt nur. Ja. Jo, im Kescher. So, Petri. Petri, dann. Ja, klar. Sauber, den zeigen wir dann nochmal, ne? Jawohl. Ja, mein erster Streifenbarsch. Hier eine Geilstätter Fischzucht. Schönes Tier. Auf Bienennadel und Applejack. Leicht angezoppelt immer nur. Und dann ging die Pose weg. Geil. Ciao. Ja, ich würde mal sagen, nein, Petri. Nicht gefilmt, weil der ist da so aufgenagelt, direkt am Rand, auf sich, da keine Chance zu filmen. Und direkt in den Kescher rein. Ja, auf den kleinen Gummi. Petri. Petri, dank. So, Streifenbarsch bei Philipp im Grill. Streifenbarsch. Ja, sehr schön. Schön. Ja, gutes Gute in Aktion. Der ist da richtig drauf geknallt. Oh, der will rüber. Mach ein, zwei Check weiter zu, Philipp. Weil sonst hängst du mich gleich drüben auf der anderen Seite. Da ist er. Eieieiei. Hey, Hossa, der will wohl. Ja, versuche ich mal hier ein bisschen ranzupumpen. Nicht, dass wir den Bruder noch verlieren. Nee, das will ich ja nicht. Nee. Ja, das ist doch schon die richtige Richtung. Alter, was ein Okolyt, ey. Ja, den Film hat schön mit dem Kescher gemacht und nichts. Ja,
Oder auch nicht. Jetzt aber. Jawoll! Ja, und eigenes Petri. Petri Dank. Das war gerade gesehen. Ja, mega. Ja, Philipp, ja. Dann hau mal raus. Geil, hat auch bei mir endlich geklappt. Alter, schönes Tier, echt. Ich habe einen schwarz-weißen Gummi genommen und dann einfach geworfen. Wollte eigentlich ein bisschen auf Frelle zuppeln und dann kam auf einmal von oben hochgeschossen. Mega Tier, geiler Strahl für den Barsch, ey. Geil, Schädel für Zucht. Geil, Leute. Echt immer eine Anreise wert. Yeah. Ja, au. Sauber, Papa, sauber. Habe ich dir eben gesagt. Sauber, Papa. Jetzt aber, Petri. Alter, geil. Trippi voll, schönen Aal. Schönen Aal auf Grund. Tippitoppi. Oh. Und eingetütet. Direkt eingesprungen. Super. Oh. Petri. Petri, dann. Lass mal ihn einmal sehen hier. Schönes Ding. Ja, und wieder raus. Erstmal nach langer Zeit wieder im Drill. Ich sehe leider gar nichts, Philipp, irgendwie. Jetzt sind wir. Da ist er. Jawohl, und eingenetzt. Petri. Petri dann. Lass mal ihn sehen hier, den Vogel. Ja, schönes Ding, Petri. Das ist Streifenbarsch. Streifenbarsch, jo. Streifenbarsch Nummer 2, richtig? Jawohl. Alter, die waren ganz schön dampf, ne? Ne, Patrick! Alter. Aufpassen. Ja. Ja, und? Wieder geschleppt. Powerbait Bienenmade. Voll inhaliert. Cool. Geiler Fisch. Petri. Petri, danke. Ja, wieder mal nicht an der Stelle gewesen, aber Philipp hat noch einen Saibling gelandet. Ja, einer von den wenigen, die noch hier drin sind. Aus dem Bestand noch. Aber schönes, großes Tier. Ja. Richtig geil, Zeichen. Ja, fettes Petri. Petri, danke. So, der Alte war mal wieder nicht am Start. Weißt aber du, dafür war Patrick ja da. Ne? Patrick hat gecashert. Und wie immer. Und so ein guter Patrick von Trout Baits hat mal den Cashermann gemacht. Danke, Patrick. Mal wieder gern. So. Ja, was im Drill? Was schätzt du? Ich denke Aal. Also von der Bewegung her würde ich sagen ja. 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 Das ist dicker Aal. Das wird ein dicker Aal sein. Pusche auf Volllast. Jo. Das ist richtig schicker. Jo. Sauber. Petri. Vielen Dank. Aaljäger, Alter. Hohoho. Der Turbiner. 3 Meter vorweg. Das ist der zweite jetzt, ja. Geil. Petri. Petri, danke. Oh, Philipp im Drill mit einer schönen goldenen, oder was hast du? Ja. Wo ist er denn? Da ist sie ja. Und gelandet. Prima, Petri. Petri, danke. Lass mal sehen. Auch ein Hypno, oder was habe ich da gesehen? Ich glaube, den hat René gebaut. Ein Stick, den René gebaut hat. Ja, geil. Stimmt, schwarz-weiß. Top. Petri. Petri, danke. Ja. Also ich würde sagen, erfolgreich war es auf jeden Fall. Angeltag beendet, Leute. Yeah. Ich würde dich mal eben bitten, das ist meine liebe Frau übrigens in der Kamera, ja, mal eben einmal den Fang hier einmal dicht ran zu filmen. Ja. Damit man das mal eben sehen kann. Was haben wir alles so gefangen? 2 wundervolle Aale. Richtig, richtig geile Aale, alle so um die 16 cm ungefähr. 5 Stücke Lachsforellen, alle so um den Kilo rum. 2 Goldforellen, alle so um den Kilo rum. Und 2 richtig tolle Saiblinge, eine so um 1,5 und 2,5 Kilo. Ausgeschlachtet. Und ausgeschlachtet, wohlgemerkt. Und dazu natürlich diese wundervollen Streifenbarsche, Leute. Ohne Scheiß, Papa, 2 etwas kleinere. Und ich habe natürlich, gut, irgendwie auf dem 6. Haufen, ne? Ah, yeah, ich kann ihn auch noch nicht stolz genug hochhalten, den Bruder hier. Richtig geiler Streifenbarsch, Leute. Das hat sich richtig gelohnt. Das Wetter war richtig heiß. Die hatten richtig Bock, die Fische. Ja. Und Leute, Streifenbarsche sind arschteuer, haben wir mittlerweile erfahren. Das sind richtig wertvolle Fische. Deswegen sind wir umso stolzer darauf. Ja, also geil, schöne Fischzucht, muss man echt erwähnen. Richtig Bombe. Geil. Daumen hoch. Ja.
geile Fische. Ich mache hier unten nochmal den Link rein. Da ist der Link zur Webseite von denen. Könnt ihr gerne raufklicken und gerne die Teichanlage besuchen. Ist eine wunderbare Teichanlage. Ja. Ja, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Ergebnis und ihr seht, es ist schon fast dunkel, beenden wir das Video. Nebenbei bemerkt, auch nochmal schönen Dank an Patrick. Stimmt. Schönen Dank an Patrick, ne? Der uns nochmal begleitet hat und dabei auch nochmal Tipps und Tricks gegeben hat. Auch beim Cachen geholfen. Ja. Er hat uns noch ein paar Köder dagelassen. Stimmt, genau. Ja, ja, in diesem Sinne, mach's gut. War ein viel geiler Spaß Tag am Wasser, viel Pirial, stramme Schnüre und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.